Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Miete und das Thema Wohnen, das sind für die Menschen in unserem... Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was heute mit der Opposition los ist. Vielleicht war da nachts jemand unterwegs und hat angesägt, keine Ahnung. Ich habe doch noch gar nicht angefangen, Frau Künast, da muss doch nicht jetzt schon der Protest kommen. Auch diese Lücke werden wir füllen. Herr Wegner, bitte reden Sie einfach weiter. Das Thema Mieten und Wohnen ist für die Menschen in unserem Land von größter Bedeutung. Und deshalb begrüße ich in der Tat, dass wir einmal mehr in dieser Legislaturperiode hierzu eine Debatte führen. Ein ausgewogenes, ja, ein soziales Mietrecht ist für diese Koalition eine schiere Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade weil das Wohnen eine existenzielle Bedeutung hat, ist das Mietrecht zu Recht in Deutschland mieterfreundlich ausgestaltet und mit weitreichendem Kündigungsschutz und einer Sozialklausel. Vor diesem Hintergrund muss jeder Eingriff in das Mietrecht sorgfältig abgewogen sein, damit der gebotene Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen auch wirklich gewährleistet bleibt. Wenn ich aber zum Beispiel lese, was Linke und Grüne zum Kündigungsschutz im Wohnraummietrecht vorlegen, muss ich schon sagen, dass diese Anträge Maß und Mitte schmerzlich vermissen lassen. Mit dem, was Sie uns hier präsentieren, werden Sie der notwendigen gesellschaftlichen Ausgewogenheit in keinster Weise gerecht. Im Gegenteil, Sie wollen übermäßig in die verfassungsmäßigen Eigentumsrechte der Vermieter eingreifen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da machen wir nicht mit. Fast noch schlimmer, ja, ist aber so. Fast noch schlimmer liest es sich bei Ihren Initiativen bei der Mietpreisbremse. Insbesondere der Antrag der Linken liest sich wie ein einziger Misstrauensbeweis gegen alle Vermieterinnen und Vermieter. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider gibt es auch unter Vermietern vereinzelt schwarze Schafe. Und das dürfen wir auch nicht dulden, das dürfen wir auch nicht denen durchlassen. Aber einen ganzen Berufsstand an den Pranger stellen, meine Damen und Herren, das ist eben auch nicht in Ordnung. Diesen Misstrauensbeweis gegen Vermieterinnen und Vermieter, die beinahe 40 Millionen Menschen in unserem Land ein Zuhause geben, weisen wir als CDU und CSU entschieden zurück. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der sowohl bei Linken als auch bei den Grünen vorkommt und der völlig in die falsche Richtung geht. Sie fordern, dass die Mietpreisbremse auch für erstvermietete Neubauwohnungen und umfassend modernisierte Wohnungen gelten soll. Damit zeigen Sie einmal mehr, dass Sie elementare Grundprinzipien der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht verstanden haben, meine Damen und Herren. Kein rational denkender Mensch wird noch Geld in die Hand nehmen und neue Wohnungen bauen, wenn er nicht über die Miete das Geld auch wieder hineinbekommen kann, meine Damen und Herren. Und kein vernünftiger Mensch wird eine in die Jahre gekommene Wohnung sanieren und die Wohnqualität für die Mieter erhöhen, wenn er dafür am Ende noch draufzahlen muss. Linke und Grüne haben offenbar bis heute nicht verstanden, dass für die Wohnraumversorgung zu wenig Wohnungen gebaut werden und für die Erreichung der Klimaschutzziele zu wenig modernisiert wird, meine Damen und Herren. Wir haben die Mietpreisbremse eingeführt, um starken Preis... Ich spreche doch von der Koalition. Also noch sind wir in der Koalition, auch wenn ihr euch was anderes wünscht. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir in einer großen Koalition sind. Und die große Koalition diese Mietpreisbremse eingeführt hat, die Vorgängerregierung aus Rot-Grün im Übrigen nicht, meine Damen und Herren. Von daher vielleicht ganz gut, dass die Union mitregiert. Meine Damen und Herren, ja, wir haben die Mietpreisbremse mit unserem Koalitionspartner eingeführt, um starken Preissteigerungen auf den Mietwohnungsmärkten zu begegnen. Und ja, wir wollen verhindern,
dass sich Mieter eine Wohnung in stark nachfragenden Gegenden nicht mehr leisten können. Sie hingehen wollen eine Mietpreisbremse, die zur Investitionsbremse umfunktioniert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch da machen wir nicht mit, denn sowas nützt weder den Mieterinnen und Mietern noch irgendjemand anderem, sondern wir brauchen mehr Investitionen in neuen Wohnraum, meine Damen und Herren. Ja, wir wollen den Anstieg der Mieten begrenzen, da sind wir uns alle einig. Ja, wir wollen, dass in Deutschland Wohnen bezahlbar bleibt. Aber es gibt einen Unterschied, meine Damen und Herren. Sie von der Opposition wollen Wohnungsmangel verwalten. Wir wollen Wohnungsneubau gestalten. Und wir tun gut daran, denn wenn wir die Nachfrage nach Wohnungen, wenn die Nachfrage nach Wohnungen steigt, dann muss auch das Angebot an Wohnungen mitwachsen, um die Mietpreise konstant zu halten. Na, das wäre ja super gut, Frau Künast, wenn das alle wissen, wenn irgendetwas in Ihren Initiativen, die wir heute beraten, irgendetwas von neuem Bauen auch in diesen Initiativen mal stehen würde. Weil kein einziger Punkt in Ihren Initiativen schafft irgendeine neue bezahlbare Wohnung, meine Damen und Herren. Und darüber müssen wir viel stärker reden. Das Linke und Grüne mit dem notwendigen Neubau von Wohnungen leider häufig Probleme haben, zeigt sich immer wieder, zuletzt auch einmal mehr in Berlin. Dort wurde eins der größten Bauvorhaben der wachsenden Stadt von Linken und Grünen wegen der Machtfrage leider auch von unserem Koalitionspartner SPD hier in Berlin über Nacht einkassiert. 5000 neue Wohnungen hätten auf der Elisabeth-Aue in Pankow gebaut werden können. 12.500 Menschen hätten dort ein neues Zuhause finden können. Es wurde über Nacht einkassiert, sodass 12.500 Menschen in Berlin kein neues Zuhause finden können, meine Damen und Herren. Und das zeigt einmal mehr die Doppelmoral. Hier im Parlament wohlfeilende Anträge formulieren, für bezahlbare Mieten kämpfen. Aber da, wenn man Regierungsverantwortung hat, wenn es darum geht, neue Wohnungen zu bauen, dort den Schalter umzudrehen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Das ist eine Doppelmoral, die wir auch nicht hinnehmen und auch nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, das beste Mittel, und Frau Künast hat mich ja bestätigt, das beste Mittel gegen steigende Mieten ist und bleibt der Wohnungsneubau. Oder anders gewendet, wenn das Wohnen in Deutschland für alle Bevölkerungsgruppen bezahlbar bleiben soll, gibt es vor allem ein Mittel. Bauen, bauen und nochmals bauen. Und lieber Chris Kühn, dein Beispiel, 75 Menschen stehen in Stuttgart für eine Wohnung an, im Durchschnitt, absolut, es können noch mehr sein. In Berlin haben wir eine ähnliche Situation. Jetzt würde ich gerne einmal hören, welche der Maßnahmen, der Initiativen, Ihrer Anträge heute hier eine Abhilfe schaffen würde. Weil wenn es keine Wohnung gibt, bleiben 75 Menschen im Durchschnitt auf einer Wohnung sitzen. Und deswegen brauchen wir mehr Wohnungsbau. Und ich würde einfach die Opposition bitten, hier den Schalter umzudrehen. Wir brauchen mehr Wohnlandmobilisierung. Wir brauchen mehr Wohnungsbau in allen Preissegmenten. Das ist die Aufgabe, die wir als Deutscher Bundestag haben, meine Damen und Herren. Und ja, diese Koalition setzt auf Bauen. Diese Koalition setzt auf Investitionen in den Wohnungsbau. Und wir haben auch einige Maßnahmen hier gemeinsam erreicht. Ich denke an das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Wir haben eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen. Und wir haben auch einige Maßnahmen umgesetzt. Ich denke dabei als Beispiel an die Verdreifachung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf 1,5 Milliarden im Jahr, meine Damen und Herren. Und nun ist es ja leider eben nicht so, dass diese Mittel, die wir für den sozialen Wohnungsbau einsetzen, von den Ländern verwendet wird. Und ich kann nur sagen, wir sollten alle gemeinsam, fraktionsübergreifend auf die Länder wirken, dass diese Mittel endlich für den sozialen Wohnungsbau verwendet wird und nicht in irgendwelche Haushaltslöcher versickern, meine Damen und Herren. Das ist unanständig, was die Länder hier auch machen. Und meine Damen und Herren, wir verabschieden heute Abend ein weiteres wichtiges Instrument für mehr Wohnungsbau. Wir verabschieden heute Abend die Änderung der Bauplanungsrechtsnovelle.
Und wir schaffen hier einen neuen Baugebietstypus, nämlich das urbane Gebiet. Herr Lutschak hat schon gesagt, wir haben unterschiedliche Situationen in Ballungszentren und in ländlichen Räumen, auch was den Mietmarkt angeht. Und mit diesem Baugebietstypus schaffen wir es oder ermöglichen wir es, den kleinen Städten und Gemeinden auch über höhere Bebauungsdichten zu beschließen und damit auch zusätzliche Wohnungen in den urbanen Zentren zu ermöglichen. Zudem schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass die Städte und Gemeinden am Ortsrand leichter Baurecht schaffen können. Das erleichtert auch den Wohnungsmarkt, gerade in den Zentren, in den Ballungszentren. Andere Punkte aus dem Bündnis hingegen harren noch einer Umsetzung. Ich denke da zum Beispiel an die Entbürokratisierung von Vorschriften und Normen beim Bauordnungsrecht. Hier würde ich mir sehr wünschen, Frau Künast, ich hoffe, auch hier sind wir einer Auffassung, dass die Länder sich endlich darauf verständigen, dass wir eine einheitliche Musterbauordnung in diesem Land bekommen. Auch das wäre ein Schub für mehr Wohnungsbau in Deutschland. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, war, ist und sein wird, auch in den kommenden Auseinandersetzungen, ist die steuerliche Förderung zur Ankurbelung des Mietwohnungsbaus. Finde sehr bedauerlich, dass wir hier uns in der Koalition mit unserem Koalitionspartner nicht einigen konnten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gerade in diesen Zeiten Kapital freisetzen und steuerliche Förderung ermöglichen, um den Mietwohnungsbau anzukurbeln, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ein Punkt, der in den Anträgen und Gesetzentwürfen überhaupt nicht vorkommt Ihrerseits, ist die Schaffung von Wohneigentum. Die haushaltsbezogene Wohneigentumsquote liegt in Deutschland deutlich unter 50%, während in Ländern wie Schweden, Belgien oder Italien mehr als 2/3 der Menschen in sprichwörtlich den eigenen vier Wänden leben. Ich glaube, wir müssen hier mehr tun. Wir müssen den Menschen Mut machen und wir müssen es auch ermöglichen, dass Menschen mehr auf Eigentum setzen. Es schafft mehr Bindung für ihre Wohnung, es schafft mehr Bindung für die Quartiere. Und das brauchen wir. Und es ist natürlich auch die beste Altersvorsorge, die man sich überhaupt wünschen kann. Deswegen werden wir weiter dafür streiten und kämpfen, dass wir ein Baukindergeld bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir gerade Familien es ermöglichen wollen, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns einig, dass wir jährlich zwischen 350 und 400.000 Wohnungen brauchen. Ich bleibe dabei. Wir brauchen diese Wohnung in allen Preissegmenten, weil wenn wir bei den großen Neubauvorhaben nur auf sogenannte günstige Wohnungen setzen, gefährdet das die soziale Mischung in den Quartieren und wir schaffen uns die Probleme in bestimmten Quartieren von morgen, meine Damen und Herren. Die Sicherung, an die Redezeit, bitte. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum ist eine wichtige Gestaltungsaufgabe. Und diese Koalition nimmt diese Gestaltungsaufgabe an. Die Anträge und Gesetzentwürfe der Opposition gehen leider vollkommen in die falsche Richtung. Mehr Plan, weniger Markt, Misstrauen gegen Vermieter statt faires Miteinander. Das kann nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Und deshalb werden wir Ihre Initiativen auch nicht folgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wegner. Ich will Sie doch noch mal bitten, sich an die Redezeiten zu halten. Wir sind jetzt schon unglaublich weit drüber. Und bitte? Ich drehe nicht einfach den Saft ab. Ich will nur bitten, dass man sich dran hält, sonst ziehe ich den Kollegen weiter Redezeit ab. Ich habe das in einem Fall schon getan. Ab jetzt mache ich es konsequent. So, nächste Rednerin, Nicole Gulke für die Linke.